Herzlich willkommen zu diesem weiteren Bibelstudium, die Psalmen. 2013 sagte unser Dozent für Altes Testament, Professor Dr. Herbert Clement, folgende Aussage, und ich werde sie bald zitieren. Professor Clement hatte viele Reisen in Israel gemacht. Er hatte viele Touristen begleitet und ihnen das Land, die Kultur, die Natur, die Menschen gezeigt. Es war ihm ein tiefes Anliegen, die Bibeltexte, die alttestamentlichen Texte und auch vom Neuen Testament zum Leben zu bringen. Und vieles wird dadurch verständlicher, wenn wir uns die Distanzen und die Kultur etwas vor Augen führen. Und dabei sagte er nun in einer Unterrichtsklasse, das jüdische Volk ist eines der Völker mit der niedrigsten Depressionsrate. Und dann drehte es bei mir sehr. Denn was hat das jüdische Volk nicht alles durchgemacht? Und diese Beobachtung, statistische Daten mit dieser Schlussfolgerung, das hat mich sehr beeindruckt. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt. Wir beten kurz. Allmächtiger Gott, wir danken für diesen Text, den wir heute auch weiter uns kurz vor Augen führen wollen, Psalm 13. Wir danken, dass du uns die Klage erlaubst, vielmehr noch, du lädst uns dazu ein. Danke dafür. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Das biblische Klagen ist immer mit Hoffnung verbunden. Hoffnung auf Gott. Deshalb ist unser Klagen immer auch an Gott gerichtet. Nicht an Menschen, sondern an Gott. Und ich lese uns Psalm 13, da heißt es ab Vers 1, ein Psalm Davids vorzusingen, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich. Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ein wunderbarer Psalm, den wir das letzte Mal schon den ersten Teil angeschaut haben. Heute wollen wir auf Vers 3 und weiter zu sprechen kommen. Der Beter hält diese Situation nicht mehr aus. Er hofft auf Gottes Eingreifen. Er fleht Gott an. Er klagt buchstäblich zu Gott, weil er darauf vertraut, dass Gott handeln wird. Gott ist ein Gott, der Gebete erhört und Gott ist ein Gott, der eingreift. Also diese vier, wie lange Fragen warten auf Gericht, auf Rettung. Und das sind die beiden Seiten einer Münze, wo Gott in Aktion tritt, worauf der Beter jetzt hofft. Wenn Gott eingreift, dann richtet er den Falschen und den Unterdrücker. Auf der anderen Seite der Gerechte oder der ihm vertraut, der Unterdrückte, der wird damit errettet, befreit. Damals in Ägypten war es so, die Unterdrücker, die Ägypter wurden gerichtet und auf der anderen Seite die Israeliten, die Unterdrückten, die Glaubenden, die wurden befreit, die wurden gerettet. So haben viele, viele Menschen erlebt, wie Gott wieder Gerechtigkeit herstellt. Dennoch wird in dieser Welt Ungerechtigkeit herrschen bis zum Schluss, bis ans Ende. Offenbarung 6, Vers 10, da heißt es, und ich lese, und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange, hier haben wir auch die Frage, wie lange richtest du nicht? Und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Mose, der Psalmist,
Johannes, alle gehen ganz klar davon aus, dass Gott richtet. Gott sagt im 5. Mose 32, 35, die Rache ist mein. Ich will vergelten zur Zeit, da ihr Fuß gleitet und so weiter. Auf der anderen Seite, in 3. Mose 19, Vers 18, lesen wir, du sollst dich nicht rächen, sondern den Nächsten lieben, wie dich selbst. Du sollst nicht mal zürnen gegen deinen Feind. Du sollst ihn lieben, wie dich selbst. Wenn wir uns nun nicht rächen sollen, bleibt uns aber diese Möglichkeit, dem Richter, also Gott, zu bitten, greif ein. Ihm unser Leid zu klagen, unseren Schmerz zu klagen, die Ungerechtigkeit, die wir erleben, ihm zu bringen. Das lebt der Psalmist König David uns in diesem Psalm 13 und in vielen, vielen anderen Psalmen mehr vor. Das hat Jesus uns am Kreuz vorgelegt, wo er schreit, Lama, Lama, Asaftani, warum hast du mich verlassen? Es ist nicht ein Fragen und Ringen, warum, ein informatives Warum, weil Jesus nun endlich mal verstehen wollte. Nein, vom Hebräischen her, das Wort Lama ist ein Warum der Anklage, der Klage. Warum, Gott? Warum muss ich hier durch? Klagen hat das Volk Israel in seiner ganzen Geschichte gepflegt. Die Juden haben das Element in ihrem Glauben aufgenommen. Circa 6 Millionen Juden wurden im Zweiten Weltkrieg umgebracht. Sie haben viele Pogrome durchleiden müssen. Sie sind ausgestoßen worden, vertrieben worden, beschuldigt worden, als schwarze Sündenböcke dargestellt worden in der Gesellschaft während den letzten 2000 Jahren. Und schon vorher, die Juden sind immer wieder negativ behandelt und gesehen worden in der Gesellschaft, bis heute. Natürlich ist das auch Teil der Strafe Gottes, die Gott auf ihren Unglauben hin verheißen hat, nach 5. Mose 28. Und dann diesen Mord zu sehen, 6 Millionen, Leid, Schmerz, Verachtung, all das, was sie haben hinnehmen müssen. Und dann ist das ein Volk heute mit den niedrigsten Depressionsraten. Wie geht das? Wir haben doch noch viel mehr als das Alte Testament. Wir haben auch das Neue Testament. Wir haben Jesus, den Retter. Und meine Frage ist, wo haben wir als Christen dieses Klagen verlernt? Wir haben ja ebenso wie die Juden persönlich hier und da schwere Situationen, Fragen, die uns umwerfen, Krisen, die wir durchschreiten müssen. Auf diese Frage auch, diese Frage, wo haben wir dieses verlernt, will ich das nächste Mal etwas weiter eingehen, auch den Zusammenhang etwas anschauen zu den vielen Texten, wo Paulus oder im Neuen Testament auch darauf geschaut wird, wir sollen fröhlich sein, wir sollen uns freuen in allen Situationen oder in allen Zeiten und so weiter. Den Zusammenhang wollen wir auch etwas beleuchten. Wir kommen zurück auf den Text, Psalm 13. Die erste, wie lange Aussage war, wie lange vergisst du mich? Und dann die zweite, wie lange schaust du weg oder richtest dich nicht zu mir hin? Und die dritte dann, wie lange soll ich selber sorgen? Um meine Zukunft, um alles, um mich. Und die vierte, wie lange soll der Feind über mich herrschen? Also die dritte Aussage jetzt noch kurz dazu. Das letzte Mal hatten wir uns schon darüber etwas befasst. Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? David merkt, seine Pläne befriedigen ihn nicht mehr. Sie sind nicht ausreichend. Seine Pläne, seine Erfahrung, sein Können, sein Denken, sein Fühlen, alles reicht nicht aus.
auch sein Fühlen, er ist sich dessen bewusst, das ist trügerisch, das ist unzuverlässig nach Jeremia 19,9. Darum bringt er dieses alles zu Gott. Und die vierte Frage dann, wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Sehr oft sind in diesen Situationen auch andere Menschen mitverwickelt in unserem Leid, manchmal auch die Verursacher oder Mitverursacher, manchmal sind es auch Krankheiten oder andere Situationen, Schwachheiten, die uns auf die unsere Gefühle auf die Leitschiene setzen. Sehr wichtig ist mir auch heute, dass es nicht darum geht, dass wir uns selbst irgendwie bemitleiden. Das bringt keineswegs vorwärts, das ist auch keineswegs ein biblischer Gedanke. Absolut nicht. Das wollen wir sehr klar festhalten. Es geht darum, dass wir zu unserem Leid stehen, dass wir es anerkennen und dass wir es abgeben, dass wir es Gott bringen können. Gott sucht dieses Vertrauen in seinen Kindern. Er sucht es zu sehen, dass wir glauben und dass wir unsere Situation, unser Leben, unseren Schmerz, unser Leid, dass wir das alles ihm abgeben dürfen, dass wir das tun. Daran freut Gott sich, wenn er dieses nehmen darf und wir davon frei werden. In dieser Woche am Mittwoch, wo ich gezielt zu Hause bleibe, um mit der Familie zusammen die Zeit zu verbringen, den Pastorenmittwoch, da reparierten wir eine alte Holzfutterkrippe und dann fragt meine Tochter, warum werde ich dieses alte Holz hier noch, das so zerbrochen ist, zusammenbasteln wieder? Es ist ja so, in dieser Situation, wo manches am Ende ist, da greifen wir auf Dinge zurück, die wir sonst schon zur Seite gelegt hatten. Und dann kamen wir ins Gespräch darüber, das tut ja Gott eigentlich auch mit unserem Leben. Unser Leben ist zerbrochen, ist kaputt, voll Leid. Und das will er. Und das repariert er. Daraus will er wieder etwas Brauchbares, etwas Wunderschönes machen. Wir beten. Danke, Vater im Himmel, für diesen Text, für diese Zusage, dass du unser Klagen gerne hast. Du bist ein eifersüchtiger Gott, ein Gott, der nicht will, dass wir überall zu anderen klagen gehen, sondern zu dir sollen wir kommen mit unserem Leid, mit dem, was uns umwirft, mit dem, was uns begleitet, den Schlaf nimmt, was immer auch. Herr, wir bitten, dass du uns leitest in unsere Gedanken, dass du uns führst. Segne uns alle zusammen als ganze Gemeinde. Stärke uns in dieser Zeit, wo vielleicht mancher zu dir klagt. Herr Jesus, danke, dass du uns liebst, so wie wir sind, und dass du uns das Klagen vorgelegt hast am Kreuz. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Vielen Dank für dein Dabeisein. Wir sehen uns in einer Woche um dieselbe Zeit. Herzlich willkommen.